das kommt mir in den Sinn, wenn ich Stumpi sage. Ist jetzt nicht fies gemeint dem Schauspieler gegenüber, aber kommt mir nur mal in den Sinn. So, aber eines haben wir doch noch mitgenommen. Ja, warum auch immer, ich verdammt nochmal zwei Tierfallen nicht gleich hier eingesetzt. So. Achso, und was ich noch sagen wollte, in der letzten Aufnahme-Session hatte ich ja erwähnt, dass ich maximal drei Projekte... Nein. Oh, doch? Nee. Das Wurzgrad hätte ich doch gerne abgeerntet. Aber wollte ja nicht. Aber was ich sagen wollte, ich hatte ja gesagt, dass ich bis zu drei Projekte auf meinem Kanal machen würde. Allerdings muss ich dazu noch sagen, dass 15 Minuten pro Video dann etwas zu viel wären. Ich brauche noch ein bisschen Privatleben. Also ich würde dann ein Projekt mit 15 Minuten rausbringen. Die anderen würde ich dann zeitlich auf 10 Minuten stutzen. Das käme uns allen zugute. Ihr hättet ein weiteres Projekt und ich hätte nicht unbedingt so viel mehr zu tun mit dem Aufnahmen, Schneiden und Hochladen. Vor allem das Aufnehmen ist ja so eine Sache. Da gehen schnell mal 2 Stunden rum und dann reicht... Ja, prima. Ach, Kacke. Kann ich tiefer gehen oder wir setzen das Zimmer woanders hin? Na, 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 na. Junge. Oh, du warst hier geparkt. Ja, und ich steige mal wieder vom Zahn aus. Mal, ist mal die Frage. Wie... Der hat einen fast vollen Sprungbalken. Da geht... Ja, da fehlen 2 Balken, wenn ich das richtig sehe. Mhm, was ich auch jetzt mal machen würde. Setzlinge herstellen, nämlich von der Kirsche. Und von dem Pfirsichen. Kann man die überhaupt verwenden? Oder brauchen wir dann einen anderen Setzling? Nein, bitte sag mir nicht. Och man, keine Pfirsichsetzlinge, das ist doch fies. Es gibt Pfirsichsetzlinge, aber das ist der falsche Mod. Das ist von Biome so Plenty. Ich brauche die von Palms Harvest Craft. Die hier könnten wir zwar auch verwenden für Rezepte, aber naja, nicht für die Bäume. Wir können uns einiges an Broten herstellen. Natürlich wieder einen Salat, Kuchen. Der dürfte genauso herstellen wie der andere. 3 Keulen. Der andere hat er, glaube ich, sogar mehr gebracht. Peaches and Cream Oatmeal. Silken Tofu, Heavy Cream. Wie macht man nochmal Heavy Cream? Einfach eine Mixing Bowl und Milk. Und für Milk brauchen wir Kühe. Und die Kühe hatten wir ja auch noch gehabt. Ja, die waren leider etwas weiter weg. Oh. Dann können wir aber zumindest schon mal hier... Naja, die gehen mal nicht so wie Hunger wieder. Die dürften sich auf 64 oder 32 stacken. Was haben wir denn dann noch? Blaubeeren. Warum auch immer da eine unten war. Bauen wir leider kommen mit dem Kompost. Die Gardens kommen nach unten. Uns fehlt immer noch der Ground Garden. Achso, wir haben noch einiges im Rucksack. Wobei ich erstmal draußen den Kirschbaum setzen will. Angeln werden wir zum Ende dieser Folge mal ausnahmsweise nicht. Vielleicht ist das... besser so. Wir haben schon genügend Bögen. So, ich würde sagen, hier. Wir können uns später noch, wenn der gewachsen ist, ja noch weitere Kirschbäume bauen. Da machen wir vielleicht hier unsere Lauge für die Obstbäume rein. Die Lava hatten wir ja weggemacht. Ja, dann hören wir den aus. Integrieren wir unsere Buden hier mal etwas in die Umgebung. Ist auch nicht schlecht. Soll nicht heißen, dass Kronks Bauweise... seine Bude dort einfach auf eine platte Fläche zu stellen schlecht ist, aber ich mag es doch etwas dezenter, etwas verborgener. So, bevor ich es vergesse, in den Kompost dort tun wir was nehmen wir rein? Schwertfond, die braunen Blätter. Können wir sonst noch was reinhauen? Die letzten Dinge wollen wir behalten. Fleisch und Feder auch. Dann schauen wir mal hier rein, was wir noch haben. Einiges an Gardens. Tropical Garden, stimmt ja, den hatten wir ja auch noch. Sunflower Seeds. Garden Option.
Kurz, da hatten wir noch Gordon. Sie hatten wir einen Border Gordon. Pierce hat einen Birnen. Was ist denn? Kokos und Sessling. Den müssen wir noch unbedingt einpflanzen. Gab's da nicht auch mal so ein Spiel? Wer hat dem Affen die Kokosnuss geklaut? Oder ist das ein Lied? Auf jeden Fall habe ich sowas im Kopf. Wie auch immer ich da drauf gekommen soll. Jetzt versuchen wir mal hier. Ein paar Avocados hier. Also an Öl wird es uns nicht fehlen. Wird es uns nicht fehlen, wird uns nicht mangeln. Die Fritteuse können wir also anschmeißen. Fritten ohne Ende. Ach ja, und gestern hatte ich in der Aufnahme ja noch nicht gesagt gehabt, was es zum Essen gibt. Ich hatte nur gesagt, es wird was bestellt, aber mehr hat es dann wegen dem Abstoß auch nicht weiter von mir gegeben. Ja, es gab, weil wir gerade von Fritt gesprochen haben, einen Burger. Ja, keinen einfachen Burger, einen Crunchy Chicken Burger, also Hähnchenfilet, so, ich würde sagen, mit Cornflakes paniert. Dazu noch schön frisch geschnittene rote Zwiebeln, Bergsalat, Tomate und saure Gurken. Dazu noch eine, sagen wir mal, normale Portion Pommes. Nicht schlecht. Und dann noch eine Pasta. Ja, eine Pasta war's mit Käse-Sahne-Soße. Oh, da kann ich mich reinlegen. Wobei, ich muss leider sagen, wo wir bestellen, die machen noch ein bisschen zu wenig Käse-Sahne-Soße rein. Oder allgemein zu wenig Soße. Aber ansonsten würde ich den Laden weiterempfehlen. Aber ich mache jetzt keine Werbung hier. Keine Angst. Ich habe es ja schon gesagt. Ich kriege überhaupt nichts dafür, dass ich sowas sage. Und selbst wenn, würde ich wohl eher raus. Ich muss auch rausschlagen, dass ich dort ein bisschen vergünstigt dort die ganzen Sachen bestellen kann. Ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Hähnchen kam hier rein. Genauso das Matten. Leder, Sprengpulver, das Sattel kommt hier rein, genauso die Leine. Damit sind wir doch fast fertig mit dem Haus sortieren des normalen Inventars. Und dann haben wir noch den verdammten Rucksack hier. Dattel wird mal ein Rezept. Nutzung. Ein Tropen. Warte mal, hatten wir sie nicht schon einen hergestellt? Nee. Wir hatten den für die Kokosnuss verwendet. Naja, ist auch nicht verkehrt. Was ich aber mal machen würde, 7 Laternen mal ummeißeln, weil es ja eigentlich Lampen sind. Beziehungsweise Fackeln. Na komm. Für den Fackeln werden wir in Höhlen noch mehr als genug brauchen. Und ich drehe mal kurz. Nee, die Musik lasse ich auf der Lautstärke. Ich hoffe mal, ich bin in der Aufnahme noch gut genug zu hören. Ja, ich habe so Standardeinstellungen jetzt langsam gefunden, aber ab und an habe ich das Gefühl, dass ich doch noch etwas zu leise bin oder zu leise sein könnte in den Aufnahmen, beziehungsweise in den fertigen Folgen dann. So, Tropenholz haben wir ja auch noch. Das ist so schade, dass wir keinen weiteren Setzling haben. Und aus dem einzelnen Tropenbaum-Setzling könnt ihr auch im schlimmsten Fall nur eine Eiche spawnen. Oder? Nee, das war nicht so. Ach, Mist. Da muss doch was noch machen, Mann. Wir wollten doch hier noch sortieren. Ab ins Inventar damit. Da haben wir die Möhre. Noch ein paar Herb Gardens. Baked Ham. Das Water Barrel. Das stellen wir gleich auf. Einmal. So, wo kommt das denn hin? Stone Bazaar. Du weichst den Wasser Bazaar. Water Barrel, genau gesagt. Das sieht doch eher aus wie ein Waschbecken. Schön großer Rand. Aber kommt, sagen wir mal, stellen wir das hier hin. Auch wenn es Holzfasstextur neben dem Ofen ist. Ja, viel Spaß mit der Feuerwehr. So, dann haben wir. Die haben wir noch draus. Gott, allein an Früchten haben wir ja schon viel zu viele. Es wird wirklich Zeit für ein größeres Lager. Aber erstmal schlafen legen. Diesmal wieder mit Schwert und Kopfkissen. So. Dann wollen wir mal schauen. Der Komposter hat gearbeitet.
Komm, Zombie und den Komposter. Warum nicht? Das. Den haben wir gesagt, werden wir nicht wegschmeißen. Den behalten wir sogar. Wir bauen uns ein paar Tontöpfe. Den Ton. Und. Roter Pflasterstein und drei Wassereimer können zu Ton gemacht werden. Okay, und wie macht man roten Pflasterstein? Gar nicht, den muss man finden. Okay. Moospaste, wozu auch immer man die bräuchte. Pottery Table. Garden Containers. Ziegel. Wie geht nochmal der Pott? Es gibt ja auch Blumentöpfe. Das ist ja nicht verkehrt. Blumentopf des Zimmermanns? Ja, damit. Wieder was Neues gesehen. So. Komm her, komm her, komm her. Blumentopf des Zimmermanns. Ich freue mich. Den stellen wir dann in unseren Wintergarten. Und apropos Wintergarten hier. Ich habe in den Kommentaren heute, wo ich aufnehme, gelesen, ich soll doch den Wintergarten aus Glas und den Zimmermannsblöcken machen. Ja. Ich habe natürlich schon geantwortet, habe ich mir vor der letzten Aufnahme auch schon überlegt. War ein Zufall, bloß wir haben ja das Problem hier mit diesen verdammten halben Blöcken. Wobei. Ist die Frage. Wisst ihr was? Ich tue mal hier kurz, damit es wieder normal aussieht. Den Pott rausnehmen. Die wird aber noch mal genug da. Hätte ich nicht in die Kiste schauen müssen. So. Die mal weg und schauen uns das mal an. Ja, das kommt wieder nicht gut, weil die Tür dann wieder etwas dicker wird, beziehungsweise der Durchgang. Außer, wir sagen, wir haben hier oben nochmal weg und dann hier. Das ist doch scheiße, ist das. Das hat auch was mit diesem etwas breiteren Durchgang. Wisst ihr was? Wir können es auch später wieder abreißen. Ist ja nicht so. Wir hauen hier jetzt mal eine etwas breitere Wand hin. Das ist eine tragende Wand. Wenn wir die abreißen später, dann stürzt uns die ganze Bude ein. Wäre ja noch, wenn Minecraft Statik hätte. Dann könnte man... Mann, verdammte Fliesen. Ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn man Fliesen auch machen kann auf die Zimmermannsblöcke, aber momentan nervt es noch. Mann! Wie auch immer der dort hintergerutscht ist, Mann. So, da haben wir immer noch die Tür. Hier haben wir den Durchgang. Etwas breitere Wand. Da könnten wir hier doch noch mit einer kompletten Glaswand arbeiten. Da würde ich zumindest... Oder lassen wir das hier dann drin, machen wir das raus, dass wir hier die komplette Seite nur mit Glas verarbeiten. Fragen über Fragen, aber was ich erstmal machen wollte. Zack. Ach, den Hammer des Zimmermanns haben wir ja noch nicht dabei. Den Kaktusdach zu. Das Decken, den Hammer. Jetzt schauen wir mal, was wir haben. Okay, man kann die Farbe ändern. Was wollen wir denn mal haben? Hey, viel zu grell. Ja, wie gesagt, dunkles Orange mag ich ja eigentlich. Huh? What the fuck? Brauchen wir da noch Erde? Ja, wir brauchen noch eine Erde. Oh, süß. Wir richten uns eine gute Küche ein. Mit dem Diorit, was wir jetzt ja auch noch vorhin in der letzten Aufnahme noch gefarmt haben, haben wir auch genug, um hier alles zu verkleiden. So, kurz orientieren und das Diorit hier einlagern. So, die Schienen kommen hier raus zum Eisen, passt ja halbwegs. Der ganze Kiste dort rein. Gardens, könnte man eigentlich auch eine einzelne Kiste für Gardens machen, weil so viele werden wir jetzt... Obwohl, werden wir noch viele brauchen, die haben wir fast... Alles nötige. Weintrauben! Oh, Melonen. Das hat sich gelohnt. Oh, Kiwis. Mm. Wobei, bei Kiwis kommt mir gerade Sinn.